unter welchen auch Johann Baptista Porta und Cornelius Agrippa, welche dieses nicht allein im Glauben, sondern auch anderen als eine unfehlbare Wahrheit beibringen und einschwätzen wollen, dass, wann ein Stil oder Ton in einen glatt oder polierten Kanal oder Rohr gerissen oder geredet wird, ehe auch die Wahrheit oder Stil wieder ausgehe, zuvor das Endwohl verschlossen und vermacht werde, so bleibt die Stimme oder Wort in dem wohl verschlossenen Kanal und Rohr also. Dass, wann nach jedem Tag ein End oder Seiten desselben geöffnet wird und man das Ohr dahin halte, so laufe die Stimme oder Wort gleichsam als aus einem Gefängnis ins Gehör. Und ist dieses Vorgehen so angenehm gewesen, dass sich nicht allein die Patronen dessen finden, sondern die es auch aufs Äußerste haben behaupten und bestreiten wollen. Welcher muss Alexis an, hat nicht allen allein als ein gewiss unfehlbarer Umstand gesagt, sondern auch als ein barmherzig und in viel Reden nützlich Experiment und Erfindung mit aller Macht zu behaupten, sich unterstanden. So geht's, wenn man die Erfahrung als allerbesten Sicht der Lehrmeisterin auf eine Seite setzt und im Gegenteil all jeden Schlimmchen in seine Einfälle und Grillen lauert und mit seinem unbedachtsamen Beispiel übereinigt. Auf diese Weise werden allerhand grobe und unleidliche Irrtum manches Mal in den Schulen auf die Bahn gebracht und auch angenommen. Hätten diese Leute fein die Sache vorprobiert oder die Leidenschaft des großen Schild besser versucht, wären sie so grob niemals angelaufen und in solche schandliche Irrtum geraten. Ich mag's mal sagen, dass man Erde in einer großen Masse als ein Stimm oder Ton in einer großen Einschlossung aufhalten können. Die Unmöglichkeit dieser Sache beweist sich in der Wissenschaft.
ein kurzes Werk von Paganini. Er war 1829 in Leipzig und wohnte bei der Familie Wieck, Clara Wieck, bei Stefanie Frau und Robert Schumann. Und er schenkte damals Clara eine kurze Skizze. Sie war damals 11 Jahre alt, aber schon eine bekannte Größe als Mutterkind in Europa. Und Clara schrieb dann in ihrem Poesiealbum darunter: "Dies ist eine Stelle, die mir niemand nachspielen kann", sagte Niccolò Paganini, als er mir dieses Albumblatt schenkte. Ja, es sind nur 4 Takte. Künstlerische Ebene. Wir müssen den Leichenzug anschließend zur Bar.